Berlin ist eine offene und sehr vielfältige Stadt. Im 30. Jahr nach dem Mauerfall kann man sagen, Berlin ist die Stadt der Freiheit im Herzen Europas. Aber wir erleben, dass dieses offene und freie Europa auch unter Druck gerät. Dass es politische Kräfte gibt, die etwas anderes wollen. Abgrenzen, abschotten. Wir müssen uns gemeinsam engagieren für ein gutes, offenes und freies Zusammenleben. Als Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement freut es mich immer wieder zu sehen, wie viele Menschen in unserer Stadt engagiert sind und wie wach und aktiv die Zivilgesellschaft ist im Alltag für die Menschen in Not, in der Nachbarschaft, für Senioren und für alle, die bedürftig sind. Das freut mich und das erfüllt mich mit Stolz. Gerade vor dem Hintergrund der Angriffe auf unsere Demokratie ist dieses Engagement wichtiger denn je. Wir setzen uns ein gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen Muslimfeindlichkeit und gegen die Abwertung des anderen aufgrund seiner Herkunft, seiner Religion, seiner sexuellen Orientierung. All das darf keinen Platz in Berlin haben und dafür setzen wir uns ein. Unsere Rolle als Politik und als Senat ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen dafür, dass bürgerschaftliches Engagement funktionieren kann, dass es gefördert wird, dass es sichtbarer wird. Und dafür haben wir in den letzten beiden Jahren wirklich einiges auf den Weg gebracht. Berlin hat eine enorm aktive Bürgerinnenschaft, von den Sportvereinen bis hin zu den vielen Menschen, die sich für Geflüchtete engagieren. Und seit 2013 haben wir einen Ausschuss für Engagement und für Partizipation, in dem diese Menschen Gehör finden. Wir haben dort die Mittel verabschiedet, um Freiwilligenagenturen einzurichten in allen Bezirken. Als Freiwilligenagentur beraten wir Menschen, die sich auf die eine oder andere Art engagieren möchten. Wir stehen unseren Kooperationspartnern beraten zur Verfügung und beraten auch Unternehmen, die sich bei Initiativen oder Organisationen engagieren möchten. Die Förderung, die wir vom Senat erhalten, ist beispielgebend auch weit über das Land Berlin hinaus. Berlin ist ein Modell für eine engagierte, aktive und wache Zivilgesellschaft. Sich zu engagieren, das ist nicht nur für die Menschen wichtig, denen das Engagement zugutekommt. Das Tolle am Engagement ist ja, es gibt einem selber auch ganz viel zurück. Es zeigt, dass jeder gebraucht wird und jeder etwas bewirken kann. Um die Vielfalt zu zeigen und noch mehr Menschen für Engagement zu interessieren, veranstalten wir in jedem Jahr die Freiwilligenbörse. Ganz wichtig ist uns, Engagement verdient Anerkennung. Mit der Aktion und dem Farbenbekennen Award wollen wir Geflüchtete für ihr Engagement würdigen, positive Beispiele zeigen und für mehr Toleranz und Akzeptanz in unserer Gesellschaft werben. Wir wollen sichtbar machen, dass sich viele Menschen, die aus der ganzen Welt zu uns kommen, bereits für dieses Land engagieren und was zurückgeben und dankbar sind. 2016, ich habe aus Syrien nach Berlin geflüchtet. Und habe ich mit C-Format teilgenommen. Wir zeigen unsere Kultur und wir verbinden die Kultur zusammen. Wir wollen etwas echt sehr schön zu machen und für die Gesellschaft zurückgeben. Die Ehrenamtskarte ist in der Hauptstadtregion ein voller Erfolg. Mehr als 18.000 Freiwillige in Berlin haben sie schon und erhalten in mehr als 210 Kultureinrichtungen und Geschäften Ermäßigung. Ein schönes Highlight im Jahr ist der Aktionstag Berlin sagt Danke. Freiwillige kommen im Roten Rathaus zusammen und haben einen Tag lang freien Zugang zu mehr als 150 öffentlichen und privaten Einrichtungen in allen Teilen der Stadt. Berliner Unternehmen engagieren sich selbstverständlich für diese Stadt. Wir sind ein wichtiger Teil der Stadtgesellschaft und engagieren uns ehrenamtlich in den Bereichen Soziales, Kultur und auch bei Tafeln. Wir freuen uns sehr, dass wir zusammen mit der Handwerkskammer und der Senatskanzlei Berlin seit 2 Jahren einen gemeinsamen Preis ausloben konnten. All diese vielen Formen des bürgerschaftlichen Engagements werden hier aus dem Rathaus durch das Referat für bürgerschaftliches Engagement und Demokratieförderung intensiv begleitet und unterstützt. Wir sind im intensiven Austausch mit vielen Akteuren in der Stadt und wir wollen sie sichtbar machen, wir wollen sie vernetzen, wir wollen zeigen, was in dieser Stadt alles geschieht in diesem Sektor, unter anderem auch mit unserem Portal Bürgeraktiv. Jede dritte Berlinerin, jeder dritte Berliner engagiert sich freiwillig ehrenamtlich im Bereich des Sports, der Kultur, der Kinder- und Jugendarbeit oder im Quartiersmanagement. Und das ist wichtig. Gemeinsam etwas für unser Zusammenleben tun. Nicht zugucken, sondern aktiv werden für eine Gemeinschaft. Ehrenamtliches, freiwilliges Engagement stärkt unseren Zusammenhalt und steht für ein friedliches,
offenes und tolerantes Miteinander.